Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest mit Perudor und mir, dem Chojin. So, wir sind beim alten Flugzeugwrack, wo unser Let's Play von der zweiten Staffel begonnen hat. Wir suchen eigentlich einen Höhleneingang zu einem Samurai-Schwert. Das war irgendwo hier, ich hatte das ja im anderen YouTube-Video gesehen, wo das in etwa sein soll. Und einer hat ja kommentiert, dass wir das unbedingt nehmen sollen, das wäre super. Und direkt hier am Flugzeug ist eine Höhle. Es könnte sein, dass das diese Höhle ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es rausfinden. Wie gesagt, in dem Video war natürlich diese Abstoßstelle des Flugzeugs nicht da. Das kann ja, glaube ich, an 4 oder 5 Stellen kann man ja starten, das Spiel. Das ist per Zufall, ja, wo man landet. Und in dem Video war es halt nicht da. Deswegen haben wir das vielleicht nicht direkt entdeckt. Aber du hattest ja gesagt, dass es in der Nähe von diesem einen Cockpit wäre. Genau, richtig. Und da waren wir ja gerade. Genau. Das heißt also... war das draußen oder war das in der Höhle? Was denn? Hier wird total geschrien. Bist du schon im Runterkommen? Ich bin im Runterkommen, ja. Hörst du das? Nö, ich höre nur einen Wind gerade. Bei mir ist richtig... Und ich habe die Rollläden runtergemacht. Es ist jetzt... Okay, du hörst es also auch. Ja, ich habe jetzt keine Motivation, weiter runterzuklettern. Geh du mal vor, danke. Ich folge dir mal langsam. Wie weit denn noch? Wie weit denn noch? Was auch immer da unten ist. Ich bin durstig und ich bin hungrig. So ein Mist. Also ich kann, oh, ich kann dir eine Dose geben. Also eine Dose, Nee, ich hab... Ich werde okay, das jetzt gleich... Gegner. Oh Gott, direkt so viele. Ich komme. Wie viele denn? Ich habe zwei gesehen. Zwei Stück sehe ich. Okay. Aua. Hinter uns hat mich einer gehauen. Aua, mich hat schon wieder einer gehauen. Mistsack, die machen meine Panzerung weg. Okay, einen haben wir. Hey, der andere brennt. Sehr schön. Ja, den habe ich angezündet. Aber ich habe aus Versehen die Fackel mit kaputt gemacht. So, okay, zwei haben wir. Da hinten ist Licht. Das könnte die richtige Höhle sein. Das wäre sehr gut. Das wäre sehr cool, stimmt. Dann hätten wir unser Mittelziel hier erreicht für diese Folge. Für den Tag. Für den Tag. Das ist die dritte Folge, seitdem wir das Samurai-Schwert suchen. Aber wir haben extra nicht geschlafen vorhin, bevor wir in die Höhle reingegangen sind, weil wir wollten uns das nämlich aufsparen, weil es ist ja eh egal, wenn wir in der Höhle sind, ob es Tag oder Nacht ist. Also wir hören, hier sind noch andere. Was ist das denn hier? Schau mal. Unterkiefer? 3, okay. Soll ich nochmal eine... Ach, du hast eine Fackel. Okay, gut. Dann beschütze ich dich. Das war ja eigentlich eine gute Taktik, die wir mal gefahren sind, oder? Ich muss was trinken. Ja. Ich esse mal was. Gut. Da hinten brennt etwas. Ich weiß nicht genau, ob das Gegner sind oder Laternen. Also wir hören auf jeden Fall Gegner, ne? Ja. Oh, hier, guck mal. Schön, hier sind ganz viele Totenschädel. Nett. Wie? Wir sind, glaube ich, hier in einer ganz fiesen Gegend. Ja, ich merke es auch gerade. Oh, hier sind noch mehr von denen. Mein Gott, wie viel haben die? Zelt. Ich will nicht vorgreifen. Ich habe ja gesehen, wie das aussieht, wo das Samurai-Schwert geht. Da hockt dann auch so einer, ne? Der hat die... Oh, hier ist ein Bild drin. Ja. Das ein X markiert. Okay, ich geh auch mal rein. Das ist bestimmt so eine Stelle, wo man... Ah, dadurch hat er die Fackel kaputt gemacht, ey. Scheiße. Ja, das ist aber ganz schlecht, ey. Gut, ich meine, ja, mag realistisch sein, aber wo die auf jeden Fall ein bisschen dran arbeiten sollten, finde ich, sind die Gegnerzahl, also... Mm. Ja, aber weiß, wenn das jetzt so easy wird... Also wir sollten auf jeden Fall buddeln an dieser Stelle, falls wir das mal entdecken. Wir sollten uns das Foto mal öfters anschauen. Das müsste eigentlich schon das zweite Foto sein, das wir gesammelt haben. Oh, glaub, wir haben toll, die Kiste ist leer. Was ist das? Guck mal, hier hängt einer mit Gedärm raus. Hast du es gehört? Hast du gehört, als hätte sich ein Fels gelöst. Ach, guck mal, man kann eine Laterne mit... Oh, nee. Kannst du die Kisten mal kaputt hauen, alle? Wenn ich jetzt irgendwas mache, ist wieder die Fackel leer. Ja, nee, auf jeden Fall. Hey, du hast irgendwie von den Leichen zwei Seile runtergeworfen? Ah, nee, hier liegen so viele. Hier sind fünf Seile. Die kann ich gar nicht aufheben. Das dachte ich auch. Kriegst du die Kiste hier kaputt? Danke. Mich aber nicht anbrennen, bitte. Ha? Ach du Schande, es tut mir leid. Oh nein. Jetzt ist meine Rüstung hinüber.
Das heißt, wenn du nur in meine Nähe kommst, brennst du direkt. Das ist ja fies. Also normalerweise würde ich mich natürlich auf den Boden werfen und Und hier hinten kann man Feuer machen. Siehst du, hier ist sogar eine Feuerstelle, wenn wir Hunger haben. Oh, sehr haben. Gut. Auf jeden Fall. Also ist gar nicht so schlecht hier drin. Nö. Ich fühle mich direkt heimisch. Das war ironisch gemeint. So, wo bist du? Was ich hab das Video. Denn? Ich glaube, wir müssen hier die Steine weghauen. Kann das sein? Mit Dynamit. Hörst du das Geröll? Das könnte sein. Ich habe das Video nicht genau gesehen. Das ging zu lang. Das ging 30 Minuten. Ich habe einfach so ein bisschen durchgesäppt, weißt du? Ja. Damit ich weiß, wo müssen wir hin und dann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's das hier drin. Hoffe ich, okay, wenn wir überhaupt richtig okay, sind. Okay. Es sei denn, es gibt hier irgendwo irgendwelche Gänge. Ich schau mal was auf dem Grill. Das ist bei mir. Ich will mich dann auch nie zu sehr spoilern lassen und. Ich denke, ja, gut, das finden wir dann schon. Das ist immer wirklich schwierig, so eine gute Mischung aus einer Lösung, oder, also dass man ein bisschen mal weiterkommt. Geh weg mit deiner Fackel. So, du meinst da Dynamit hinschmeißen? Oder? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es totaler Blödsinn. Ich habe halt nur gesehen, dass der den Boden aufgesprengt hat. Sehr wahrscheinlich ist das bestimmt das X, was wir auf dem Foto gesehen haben und da was rausgeholt hat, weil derjenige, der da in dem Zelt gelebt hat, wohl das verbuddelt hat. Ich kann mal eine Stange reinschmeißen. Ja, ich wirf mal eine Dynamitstange. Ich mach das sonst gleich auch. Oh, hier hinten geht's weiter. Okay, dann gehen wir lieber da weiter. Weil ich. Trotzdem testen mit dem Geröll? Oder ist egal? Machen wir danach. Gehen wir okay. Erstmal da diese eine Strecke. Diesen einen Weg. Mhm. Ich dachte eigentlich, das würde angezeigt werden, wenn man das tatsächlich kann. Also quasi so ein E oder irgendwie sowas. Ja. ja. Du geh mal vor, du hast die Waffe. Ja. Ah, da kommt einer. Da kommt einer. Oh, hauen einfach damit. Sehr gut. Ich hab ihn gar nicht gehauen. Das heißt, wenn die wirklich nur in meine Nähe kommen, brennen die direkt. Hallo? Da ist noch einer. Shitte. Verdammt. Menschmeier. Ja. Aber einer brennt. Bin schon wieder tot? Was? Nee, ist alles gut. Alles gut. Ich bin gerade etwas... Okay, ich hab einen. Da kommt noch einer. Lieber nochmal zweimal auf ihn eingestochen, nicht dass da. Ja, ist eine sehr gute Idee. Kann ich nur unterstützen, befürworten. Da ist schon wieder Wasser. Das ist aber gut. Sehr gut. So. Boah, ist das stockfinster hier. Nicht nur stockfinster, vor allen Dingen komische Geräusche. Ja, noch mehr Gegner hier unten. Oh, was ist das denn für ein... Das muss aber ein Riesengegner sein, oder? Ich glaube, das ist so ein großer... Soll man Molotow mal schmeißen? Ja, auf jeden Fall. Wo sind denn die Gegner? Also, noch sehe ich ihn nicht richtig. Der ist irgendwo da hinten links. Ah, okay, jetzt sehe ich ihn. Wo? Ja, ich werfe jetzt mal was hin, wo er ist. Ja? Bam! Volltreffer! Bullseye! Ja, ich natürlich mal wieder nicht. Ja, war ja gerannt. Ich vielleicht auch das Ding mal anzünden. Ich renne mal ein Stück weiter hoch. Der macht aber komische Geräusche hier, der Kollege. Ah! Lieber Gott. Da kriegst du richtig Schiss, weil die aus dem Nichts kommen. Scheiße. Besser die Axt nehmen oder den Stab? Weiß nicht. Ich glaube, wir müssen den verbrennen, glaube ich, oder? Bam! Sehr gut. Mein Gott, du bist das echt... Nee, das ist keine Chance, also im Stab. Geh mal kurz an Seite, ich will dich nicht verbrennen. Ja. Shit, nicht geklappt. Oder hab ich ihn erwischt? Ja, nochmal an Seite. Ja, warte mal. Ah, er brennt! Mensch, was der aushält. Achtung, so. Bei dir ist er. Geh mal an Seite. Ah, er brennt schon wieder. Mein Gott, was der aushält. Wo ist er? Kenn ich. Ich sehe ihn nicht. Verdammt. Da ist er. Also ich schmeiß ihn mal daneben. Das ist ja... Das braucht aber auch ewig, bis es angezündet ist. Ja, irgendwie brennt der nicht weiter. Der ist irgendwie matschig. Ach so. Kann das sein? Dass der immun ist? Wieso brennt der denn nicht weiter? Gegen Feuer? Okay, also ich nehme jetzt meinen Speer Brand. Und gehe in Nahkampf. Weil irgendwie. Warte mal, vielleicht kann ich einen Brandpfeil machen.
Der brennt ja nicht weiter, der Mistsack. Muss ich das ausrüsten? Vielleicht hauen wir zu zweit auf ihn drauf. Ja, ich wollte gerade mal einen Pfeilsprung. Ey, ich habe ihn erledigt. Ich sehe. Ist tot. Mist, wie. Hier, mein Kollege macht hier alles. Alleine, wenn hier ich hier mit den Molotovs dagegen daneben schieße und egal, Teamwork. Du hast ihn abgelenkt. Ich wollte eigentlich Brandpfeile machen, aber das ging überhaupt gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Den kenne ich mich auch noch gar nicht aus. Besonders kann man ja bestimmt Giftpfeile machen. Oder ja. Sowas. Das wäre vielleicht bei solchen Gegnern richtig gut, die einfach vergiften, dass sie langsamer werden oder vielleicht sogar sterben mit der Zeit. Wäre cool. Das war nicht alles profan. Ich habe anscheinend eben genau die Pfeile genutzt. Boah, wie heftig. Die haben den komplett halbiert, den Körper. So, ich komme jetzt erstmal zu dir. Mach mir mal einen neuen Stab und neue Fackel. Ja, vielleicht eine Fackel sollte man sich tatsächlich mal zulegen hier. In welche Richtung gehen wir? Gehen in die Richtung, wo der Typ herkam, ne? Dieser komische. Puh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war der hier unten. Ich glaube, es gibt hier zwei Abzweigungen. Ist ja wie beim Metzger hier. Echt. Ist ja widerlich. Ah, ist schon heftig brutal, ne? Okay, ja, hier links geht's irgendwo rein. Okay. Ich glaube, da hinten geht's aber auch noch irgendwo lang. Aber gehen wir ruhig mal hier links. Da rein? Jo, warum nicht? Ja. Ich glaube, das habe ich im Video gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber, das ist aber noch zu. Sollen wir nicht erstmal in das eine Stelle gehen? Okay. Weil dann ist sie sozusagen markiert, dass wir dann nicht rein. Okay, was ist eigentlich, wenn wir... Ah, jetzt kann ich nicht M machen. Da ist die Fackel wieder weg. Achso, ich kann mal M machen, ja. Guck mal, was wir auf der Map haben. Ist der alte Höhleneingang, den wir eingezeichnet, mit da drauf? Das ist etwas südlich und etwas nördlich von uns haben wir. Okay, weil das ist alles verbunden, nämlich unter der Insel. Okay, bei mir ist jetzt auch die Fackel leer. Ich glaube, da ist was drauf getropft. Dann kannst du auch mal gucken auf dem. Ja, hab ich. Sah cool aus. Ich hau das jetzt hier auf. Ja, dann hau's auf. Jetzt sind wir hier. Ah, da ist noch ein Eingang. Noch was zum Durchhauen. Sollen wir auf die andere Seite gehen? Ja. Okay, komm, dann gehen wir später hier lang. Wer weiß, was dahinter ist. Ich weiß, ob das Schutz für uns sein soll, diese Bretterwand, oder Schutz für die... Und du musst auf jeden Fall aufpassen, bei dem... Da tröpfelt es an der Stelle und wenn man da dann drunter durchgeht, dann ist die Fackel leer. Also wieder aus. Okay. Also wenn es auf die Fackel tröpfelt, ist sie direkt aus. Okay, hier geht's weiter runter. Oh, nee, dann doch lieber zur Mauer hinten. Shit. Dann lieber auf einer Ebene bleiben. Okay. Wo war das? Hier rechts um die Ecke. So, die Fackel ist nicht ausgegangen. Sehr schön. Okay. Wach dich mal hier auf dich, damit du aufklickst. Ja. Aber das macht momentan am meisten Spaß, diese Höhlen zu erkunden, finde ich. Hat man auch kontrollierten Kampf. Hier kommen irgendwie keine Gegner unendlich neu. Das ist super. Das motiviert ja, dann auch. Man ist froh, man hat tatsächlich was. Oh, hier wieder aus. Was. Kreuz. Kreuz? Auf dem Boden. Oh, hier sind leere Kisten. Da könnte ein bisschen was zu trinken drin sein. Kreuz? Ich habe ein Kreuz hier auf dem Boden gefunden. Hast recht. Damit ist die Fackel wieder aus. Ist das ein Mist mit den Fackeln? Sieht man gar nichts. Ja, vor allem, die ist eigentlich schon cool für zu Hause, ne? So diese Totenkopffackel. Also jetzt nicht für mich zu Hause, sondern hier für so eine Basis oder so. Okay, hier ist Achtung, Wasser. Achtung. Und hier rechts ging es auch noch irgendwo hin. Vielleicht gehen wir erstmal rechts und dann das Wasser. Ja. Wenn ich jetzt aber tatsächlich diese Taucherausrüstung auch brauchen für. Ja, das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Ich habe mir das nicht genau angeguckt. Ich kann wirklich ganz wenig sehen. Ich weiß gar nicht, wie das. Ja, ohne Fackel kann man das knicken hier. Ja. Ich sehe dann auch nichts. So, ich darf noch nicht zu nah an dich ran, weil sonst brennst du wieder. Ich mach mal die Taschenlampe an. Ja.
Ich habe eben Batterien. Ich glaube, nee, ich dachte, ich hätte Batterien gefunden, aber vielleicht habe ich doch keine, aber. Ich hatte auch Batterien am Flugzeug gefunden. Ja, dann habe ich, glaube ich, auch welche gefunden. So, jetzt die Frage, ob wir vielleicht doch in das Wasser lieber erst gegangen wären. Was blinkt da oben? Nein, eine Totenkopf, also so eine Lampe. Eine Kassette. Oh ja, schön. Unterschiedliche Kassetten machen unterschiedliche Sachen, glaube ich, hoch, oder wie war das? Oder machen die alle ja, nur Ausdauer? Wo hast du die gefunden? Ich sehe die nicht. Der hat der Toten, der Kopf, der hier, genau, der in der Mitte, hier genau vor dir, der hat eine im Mund gesteckt bekommen. Ich hab die nicht. Ich? Echt? Das ist ja doof. Ich will die auch. Was ist das denn? So ein Mist. Dann gebe ich sie dir gleich. Nee. Ich benutze den Walkman nicht seltsam, mehr. Seltsam, ne? Ich kann ihn nicht abstellen, den Walkman. Was haben wir denn hier? Ein Bild, schau mal. Oh oh, wir haben hier jemanden gefunden. Aha. Ich komme. Eine Dynamitstange hat er in der Hand, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich was aufsprengen. Das ist ja... Ah, guck mal, da ist irgendwas drauf, das müssen wir uns mal genau anschauen. Das ist einmal dieser Krater und einmal das Kreuz auf dem Bild. Oh, perfekt. Beides kennen wir? Ja. Aber was bedeutet? Keine Ahnung. Wo haben wir denn ja, die? Also hättest du den Eindruck, wenn... Also das ist so ein typisches Adventure-Rätsel, ne? Wenn der Typ schon eine Dynamitstange in der Hand hat, dachte ich, dass man hier irgendwas aufspringen könnte. Und eine Bibel liegt hier auch. Aber ich ah, schau mal, beim Bestiarium. Bei den Gegnern, da wo der Stier ist, das vierte von rechts. Ja. Da steht bei Bestiary 2 Virginia. Das waren die mit den Tentakeln, mit den ganz vielen Beinen und Armen, die wir schon öfters hatten. Mit Feuer haben wir die bekämpft. Und jetzt hatten wir gerade, glaube ich, diesen Armsi. Very tough, aggressive, explosives are effective. Das heißt, man muss die mit Dynamit bekämpfen. Okay. Ja, oder halt diese Molotov-Cocktail. Das ist ja auch eine Art Explosive. Ja, aber es hat irgendwie nichts gebracht, kam mir das vor. Hm. Aber ich weiß nicht, ich habe den recht schnell mit dem Speer dann doch töten können. Deswegen denke ich mir schon, dass das was gebracht hat, diese... Ja, das kann sein. So, das scheint wohl irgendein Priester oder dergleichen zu sein. Also, ja, wenn man das hier aufsprengen kann, können wir jedes Geröll aufsprengen, ne? Oh, hier kann man weiter reingehen. Ach so, okay, dann wollen wir gleich... Guck mal, aha. Hier geht's noch weiter. Dann quetsche ich mal durch. Oh Gott, die sind ja riesig. Oder hat der Inselaufenthalt dir... Nee. ...dich dick gemacht? Ja, zu viel cool. gegessen. Cool, wo sind wir denn hier? Also ganz viel Dynamit und ich kann nichts mitnehmen. Hm. Ich auch nicht. Hm. Explosive. Seltsam, dass es hier so hell ist. Ja klar, weil hier ein Ausgang ist. Ach guck mal, wir sind im Krater. Ach guck mal, krass. Wie heftig. Na gut, das ist wahrscheinlich dann wirklich das Problem, dass man wahrscheinlich hier das Dings braucht. Kann sein, dass man hier jetzt runterklettern könnte mit der Axt, ne? Eine Funktion hätte oder sowas. Ja. Aber da traue ich mich nicht. Nee, geh nicht. Ich kann dich ja nicht mehr retten. Da kriegen wir deine Sachen nie wieder. Ja, das stimmt. Schade mit den Dynamit. Ich kann es nicht mitnehmen. Na gut, aber das ist ja schon. Aber hier gibt es ganz viel Dynamit. Wir versuchen das hinten mal, wo wir eben mal sprengen wollten. Ja, oder hier. Und wir haben noch die Stelle mit dem Wasser. Da sind wir jetzt gerade auch nicht gewesen. Genau, das können wir uns auch. Das stimmt. Das können wir uns angucken. Wir haben so viel Dynamit, ich werf das jetzt einfach dahin. Warte. Ja, klar, ich warte auf dich. Ja, gar nicht. Wo willst du es denn hin? Hier oder wohin? Oder hier diese kleinen? Ja, hier, weil hier liegt doch noch eins, das kann ich dann direkt mitnehmen. Ja, dann versuch mal. Kleinen Moment, ich bin gerade hier Molotov-Cocktails am machen, weil ich so viele verbraucht habe. Ach so. Ja. Ah, jetzt habe ich auch keinen Alkohol mehr. Dynamit, wo haben wir das? Da unten habe ich 5 Stück. Ja, mehr kann man wohl nicht haben. So. Fire in the hole! Ich hab gar keine hier. Okay. War beeindruckend, aber... Ich hab's nicht gesehen. Ich bin ja geflohen, aber es ist nichts passiert. Also war die Idee falsch, oder? Gut. Ja, also Ich hoffe eigentlich vom Spiel, dass er das auch anzeigt. So eine Dynamitstange oder irgendwie so ein E-Benutzungstool. Ja, das kann natürlich sein. Also irgendwo hier muss jetzt... War doch hier eine Rechtsabbiegung. Genau. Och, ich bin total hinüber. Ich muss gerade was essen. Und ein Soda habe ich getrunken. So. So, Wasser. Schön.
Aber kein sehr tiefes Wasser. Wir können hier richtig gehen drin. Ja, ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. So, ich warte hier auf dich und dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle auch wieder einen Break machen. Ja, muss ich hier irgendwo hoch? Aber Nee. eine nette Höhlenerkundung bisher, ne? Neue Gegner Ja. erledigt, bekämpft. Schön. Hä? Du bist irgendwie vor mir, aber dann doch nicht. Ich bin immer weiter hochgegangen. Da kamen dann irgendwann so Zähne und dann bin ich rechts abgebogen. Soll ich mal zurückkommen? Ja, ich glaube, ich habe es aber schon, meine ich, jetzt hier gefunden. Ah, da bist du. Hallo. Hallo. Genau, hier hoch. So. Ha, ist das Feuer irgendwo noch da, oder? Keine Ahnung, wo das war. Okay. Auf jeden Fall kann man hier einfach drauf gehen und geht nicht in den Boden. Das ist halt nur so knöcheltief hier, das Wasser. Rennst du zurück wegen Essen? Ich wollte eigentlich was machen, aber Okay. ja. Hast du auch Hunger? Ich hatte auch Hunger, sonst esse ich gleich wieder einen Snack. Aber ich habe eh nichts zum Grillen, sehe ich gerade. Ich Na gut, ne. habe oh, Dann schon esse wieder ich einen zwei, die Snack. schlecht geworden sind. Drei, vier schlecht geworden und ich habe kein Essen mehr. Mensch, Gut, wie dann schnell esse das ich auch einen schlecht Snack. wird. Gut, dann gehen wir zum Wasser. Ja, und würde sagen, wir machen an der Stelle einen Break, bevor wir weitermachen. Bis Würde ich sagen. demnächst. Bis Tschüss. dann. Tschö.